Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Dino-Vorstellung, beziehungsweise dieses wieder kein Dino, sondern eine Affenart, sage ich jetzt nochmal. Eine Humanoide. Und es geht um den, ja, wir nennen ihn ja eigentlich Yeti, aber es ist eigentlich gar kein Yeti, sondern ein Affenmenschartiges. Ich versuche mal den Namen. Und zwar den Giganotophitecus. Und zwar haben wir drei Stück davon. Der hier in der Mitte mit dem Hut ist meiner. Den kann man nämlich, das ist das Coole, ein Kopftuch, ein Hut, so wie normale Menschen, was auf den Kopf geben, hat nochmal zusätzlich Armor dadurch. Und ich habe ihm den Skin von dem Hut gegeben. Und somit hat er einen Hut auf dem Kopf. Ich finde das so cool. Und er ist tamebar, er ist reitbar, man braucht keinen Sattel. Das heißt, man kann auch gleich von Anfang an sich versuchen, einen zu holen. Allerdings ist Vorsicht geraten. Man kann ihn nicht betäuben, beziehungsweise man kann ihn betäuben, das bringt aber nichts. Man muss ihn füttern. Wichtig ist dabei zu sagen, dass wenn man das macht, auf der Taste 0 zum Beispiel dann das Futter haben muss. Dann dicht an ihn ran, sobald man das E sieht, beziehungsweise dadurch, dass man die Interaktion führen kann. E drücken und wieder weg. So. Ich habe mich jetzt immer auf einen draufgesetzt. So reitet man den, mehr oder weniger, oder man wird getragen. Und es gibt eine Besonderheit, und zwar kann man sich werfen lassen. Der wirft einen, allerdings tut es auch ein bisschen weh. Aber es ist schon cool, der kann einen also ziemlich weit werfen. Zeige ich nochmal auf meinen, ich mag das nämlich ganz schön gern. So, aber nochmal in dieser Perspektive. Der wirft einen richtig einmal herum. Und ich finde das sehr, sehr, sehr cool eigentlich. Er ist gut auch im Kampf, wenn man ihn gut so levelt, ist er gut im Kampf. Wenn man ihn dann halt getamed hat, allerdings, man darf nicht zu lange an ihm dicht dran sein oder so, dann folgt er einem. Der will dann einen, ja, töten, sagen wir so. Lauft ein ganzes Stück weiter weg, bis ihr die Musik nicht mehr hört und er euch nicht mehr folgt. Und dann könnt ihr weitermachen. Er verliert in dem Zeitraum, wenn ihr schnell weglaufen könnt, nicht so stark an dem, ja, an dem Level, beziehungsweise Fortschritt des Tames, verliert er nicht so viel. Was ist am besten für ihn? Es gibt ein Kibbel, was man nutzen kann, um ihn zu tamen, und zwar das Kibbel mit dem Titano-Boa-Ei. Ich weiß, teure Geschichte und so weiter. Wenn ihr das nicht habt, nehmt einfach Mejo-Bären. Ich habe Mejo-Bären benutzt, die reichen völlig. Man muss ein bisschen Geduld mitbringen, klar. Umso höher das Level von ihm ist, natürlich umso schwieriger wird es. Aber es sollte eigentlich keine große Sache sein oder so. Und, ja, es ist eben halt eine Probe, wie ihr das macht am besten. Setzt, wie gesagt, das Essen auf Null und so weiter. Und dann versucht das dementsprechend dann mit dem Tame. Einfach mal ein bisschen ausprobieren. Zudem selber, er ist ganz gut im Beeren sammeln. Er kann Fetch besser als Holz sammeln, also wenn er was kaputt macht. Aber auch nicht grandios gut, ne? Also, aber es geht so. Was noch schön ist, ist, wenn er rumsteht und in der Nähe Pflanzen sind und sowas alles. Ihr müsst ihn noch nicht mal auf Wandering stellen. Dann sammelt er Fiber. Er sammelt Fiber, er bückt sich, sammelt Fiber, stellt sich wieder hin, bückt sich, sammelt Fiber wieder. Das ist ganz witzig. Hier allerdings auf Steinen ist natürlich nicht möglich, sonst hätten wir ganz schön viel Fiber wahrscheinlich. Deswegen bin ich froh, dass ich ihn hier stehen habe, weil zu viele Ressourcen sammeln ist auch unnötig. Und ja, es gibt ihn in vielen, 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 vielen verschiedenen Farben. Ich habe meinen zum Beispiel auf Leben, auf Gewicht etwas gemacht und auf Melee Damage. Damit ich ein kleines bisschen mit dem am Anfang habe ich gerne mit dem gekämpft. Wenn man ihn tötet, kriegt man nur Leder und normales Fleisch raus. Also er ist ja Vegetarier selber, das ist ja ganz angenehm so.
Ja, ich wüsste jetzt nicht genau, was ich noch sagen soll, außer dass er eben halt ein ganz witziger Zeitgenosse ist. Und in wo er zu tame natürlich ist, beziehungsweise zu finden ist, werde ich auch natürlich noch einblenden. Beide Karten natürlich. Und den Tamer-Ausschnitt, also was man ja kriegt, den Eintrag, den zeige ich natürlich auch. Das gehört sich ja auch. Ich glaube, ich muss ihm mal nochmal wieder neue Zehen putzen hier. Das ist ja. Was hast du schon wieder für Früchte gegessen, dass du hier so aussiehst, Mensch? Gar nichts. Oh, vielleicht liegt es da dran. Der hat auch nichts drin. Ach ja, die sind ja immer noch mit dem Druck, glaube ich, verbunden. Ich sehe das jetzt leider nicht, weil ich die Namen ausgestellt habe. Das geht nämlich auch. Und da sind die lieben, 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 lieben Affen, die erst, wenn man ganz dicht an die rangeht, aggressiv werden. Aber dann hauen sie auch einen weg. Also die stoßen so einen weg und dann kommen sie wieder ran und dann stoßen sie wieder einen weg. Die haben auch ganz schön gut was in sich hier. Also sie sind schon sehr interessant und sehr hilfreich am Anfang. Aber jetzt nutze ich sie selber auch nicht. Vor allem finde ich das Fell so lustig. Das sieht wie so ein gestrüpptes Gefieder aus oder so. Das ist echt witzig. Und ich würde dann sagen, das war's von dem lieben Affen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.